Hey Leute, ich bin's mal wieder. Heute befinde ich mich mal auf der anderen Seite des Hallenbads. Weil drüben gerade noch ein bisschen rumgewerkelt wird, habe ich mich jetzt kurz nach dem Frühtraining auf die andere Seite verzogen. Und jetzt gibt es eine kleine Übung. Die haben wir schon mal als Variation, also quasi ja, als Wasserballkraul haben wir es schon mal gemacht. Heute nennen wir das Ganze einfach mal Wasserball-Delfin, denn wir schwimmen jetzt Wasserballkraul, aber mit einem Delfin-Beinschlag. Das erschwert das Ganze, weil es nochmal koordinativ anspruchsvoller wird. Falls ihr nochmal sehen wollt, wie Wasserballkraul generell funktioniert, blende ich euch hier oben das Video dazu ein. Und jetzt ganz wichtig beachten, wenn ihr jetzt zum Beispiel Rücken- oder Nackenschmerzen habt, würde ich euch die Übung nicht empfehlen, weil ihr müsst den Kopf aus dem Wasser nehmen. Das zieht natürlich ein bisschen in den Nacken rein. Wenn ich schlecht geschlafen habe, dann ist bei mir auch nicht so angenehm, das auszuführen. Aber ein paar Sachen müsst ihr jetzt beachten. Zum einen wird natürlich jetzt durch das Herausnehmen des Kopfes die Wasserlage erschwert. Dadurch muss man jetzt schon mal den Beinschlag intensivieren, dass die Wasserlage nicht absinkt, dass man die Körperspannung hält. Muss man viel machen. Deshalb würde ich euch auch empfehlen, quasi auf einen Kraulzyklus 4 Delfin-Kicks zu machen. Also so mache ich das Ganze. Ihr könnt das Ganze natürlich aber auch pro Armzug einen Kick machen oder eben pro Armzug zack, zack, zwei Kicks machen. So mache ich das Ganze. Jetzt, was müsst ihr beachten? Schaut, dass ihr diagonal bleibt immer, die Diagonalspannung hält, vorne den Abdruck sucht und hinten die Druckphase explosiv macht. Schaut, dass die Schulter oben bleibt, dass die beim Zug nicht irgendwie so reinfällt, sondern dass sie immer quasi hier schön oben bleibt. Das reicht euch mal das Ganze als Erklärung. Ich zeige es euch jetzt zwei Bahnen. Jetzt, wenn ihr generell würde ich die Übung nicht im Anfängerbereich empfehlen, aber wenn ihr euch noch nicht sicher genug seid, wenn es einfach zu hart für euch am Anfang wird, dann zieht euch Flossen an. Ihr könnt euch auch Fingerpedals gerade dazu anziehen, um vorne den Abdruck zu schulen. Aber Flossen helfen euch natürlich massiv bei der Wasserlage, um erstmal voranzukommen. Ich versuche es jetzt mal ohne Flossen und schaut einfach mal zu. So, das war's schon. Wie gesagt, ihr habt es gerade bei mir gesehen. Schaut wirklich, sucht euch einen Fixpunkt an der anderen Seite. Wackelt nicht mit dem Kopf rum, sondern der Kopf bleibt fixiert, wie beim Kraulschwimmen, aber der Körper rotiert um die Längsachse. Auch wie beim Kraulschwimmen. Also gute Übung, Fixpunkt suchen und schauen, dass der Körper trotzdem rotiert. Ihr habt es gesehen, anstrengende Übung. Da geht der Puls direkt hoch, deshalb würde ich euch auch empfehlen, das nicht länger als 50 Meter am Stück zu machen, denn bei technischen Übungen, die auch koordinativ sehr anspruchsvoll sind, muss man eben das Tempo hochhalten, die Technik sauber halten und es wird sehr schnell anstrengend. Deshalb lieber wenige Meter, aber dafür gescheit, Pause und ein paar Mal wiederholen. Macht's gut, probiert's aus, schreibt mir euer Feedback in die Kommentare wie immer und bis bald, euer Dominik. Ciao, ciao.